Battle Pass Punkte schaffen will, lohnt es sich eigentlich immer, die niedrigen Stufen durchzuspielen. Also Tier 4 und Tier Ja. 5, 6, weil die relativ schnell voll sind und dann kriegst du immer einen Bonus, wenn du einen Panzer. Wenn die Battle Pass Punkte vom Panzer zu Ende sind, kriegst du immer einen Bonus. Ich glaube 25 Punkte oder so. Damit grindest du den Battle Pass eigentlich am schnellsten. Mein Ziel Das ist wäre ja, bis 2026, wenn World of Tanks 2 rauskommt, dass ich ein bisschen besser werde. Ich weiß nicht, ob das rauskommt. Weiß nicht. Der andere Stefan, wie lange spielst du schon? Seit 2013, aber ich hatte 5 oder 4 Jahre Pause gehabt. Also ich spiele wieder aktiv, also was heißt aktiv? Am Wochenende mal seit, wie lange, Stefan? Seit einem Monat vielleicht? Ja, ich habe schon gesehen an deinen Panzern, dass du einen alten Account hast. Ja. Meine Ja. T25 zum Beispiel, den fährt ja heute auch kaum noch jemand. Ah. Den kriegst du immer kostenlos dazu, wenn du einen neuen Account anfangen willst. So, wir haben ein ELC. Ich fahr mal rechts, oder? Ja, ich werde versuchen hier zu spotten. Mal sehen, ich habe einen einigermaßen guten Tarnwert und ich habe auch eine ganz gute Startposition. Allerdings könnte der Cruiser sogar schneller da sein als ich. Na, wir werden sehen. Übrigens eine Top-Tier-Runde, besser geht's nicht. Also jetzt müssen wir mal richtig carryen. Ja. Naja, der Cruiser hier zieht mich ab in der Soll ich Geschwindigkeit. dann gleich vorfahren, oder? Auf Du Linie sollst A. ein bisschen in Deckung bleiben, aber du kannst dich so hier hinstellen. Da mitten ins Feld. Naja, ein bisschen weiter. Ich konnte jetzt nicht so genau klicken. Also Ich so möchte bitte, dass du hier ganz im Haupt. genau pingst. Du musst dich immer dahin stellen, wo du möglichst schnell in Deckung fahren kannst. Das weißt du ja inzwischen. Och, bitte, Panzerbereich, Dort, wo was der bin ich Andreas hier? hinpinkt, da muss ich mich hinstellen. Kein Millimeter weiter weg. Scheiße. Ja, natürlich. Ich bounce am ELC, weil der ja auch so gute Panzerung hat. Gut ist, ich baue uns auch noch Mathilda. Ah, zu weit weg. Ja. Das Problem ist, der 38er nimmt mir alles weg. Das spielt gut. Das ist einer von denen. Das sind auch ein paar tausend Gefechte auf dem Panzer. Da kenne ich ja noch jemanden.
Dein Blutbad hier, du. Jo. Oh, schade. Ja, gut. Okay. Naja, wenigstens habe ich meine Strukturpunkte geschafft. Aber der T25, Stefan, hat ja durchgepflügt. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Wenn man schon mal Top-T ist, dann muss man natürlich auch ein bisschen was bringen, ne? Ja. Oh, es wird nicht reingeholzt. Ja, ein bisschen, ne? Mhm. Ja, das ist wieder das Problem mit der Mobilität. Und ich habe mich vielleicht am Anfang ein bisschen zu sehr zurückgehalten. Aber hier, guck mal, der andere Typ hier, der Panzer 38. Der hat auch richtig gut gespielt. Bin mal gespannt. 60.000 Gefechte hat der Mann. Und 20.000 Gefechte auf dem NA. Alter, ich dachte schon, ich hätte viel auf dem Panzer. 20.000 Gefechte auf dem Panzer 38 NA. Und 84% Winrate auf dem Panzer. Wer? Der The Dark Mando von Chaos. Also der Mann hat tatsächlich eine Winrate von 69%. Aber er spielt die meisten seiner Spiele auf Low-Tier. Der einzige Panzer, der nennenswert oft spielt, der T8 ist der Scorpion G, da hat er 50% Winrate. Also es geht bei ihm ziemlich bergab, ab Tier 8. Ja. Also der Scorpion, da schafft er nicht mal die HP, oder gerade so die HP vom Scorpion an Schaden. Liga 131 ist auch eher durchschnittlich oder unterdurchschnittlich, aber er mag diese schnellen, leichten Tanks, wie den Panzer 38 NA. Also jetzt mal zum Vergleich, ich habe 1300 Gefechte auf dem Panzer 38 NA und ich fühle mich schon dreckig. Okay. Du dreckiger, du. Ja, es ist halt, also je geringer die Tierstufe ist, desto besser kannst du eigentlich immer abschneiden. Also weil du im Verhältnis zu den Kenntnissen der Spieler auf dem Level meistens ja besser bist. Oh ja, 7er Gefechte, ja. Da. Oh Mann. Na gut. Also von der Seite aus müssten wir eigentlich immer versuchen, hier den Hill zu kriegen. Ja. Das ist eigentlich immer mein Schnack. Weil über die Nullerlinie willst du nicht fahren, weil du Ewigkeiten brauchst, um hochzufahren. Dann bist du eigentlich fast ständig out of game. Heavy Lane brauchen wir eh nicht versuchen, weil wir halt keine Heavys sind. Aber wenn wir auf dem Hill sind, können wir versuchen, den Hill zu halten. Und könnten uns notfalls vom Hill noch absetzen. Ich meine, DPM haben wir ja einigermaßen, zumindest in der T67. Und du natürlich auch im Wolverine. Mal gucken, ob ich es einsetzen kann. Also mein Panzer würde ich nicht als DPM-Monster bezeichnen. Und auch der AMX vor mir hat nicht unbedingt eine absolute DPM-Kanone.
Die ist verbrauchbar für ein Light, aber mehr auch nicht. Da siehst du ja die Mobilität von den Teilen. So, ich loop mal jetzt zum Berg runter. Wir haben X hoffentlich durchs Tor. Und mal schauen, was da kommt. Okay. Ich habe schon mal einen Tiger gefunden. Ui, süß, ein Tiger. Ein tolles Kätzchen. Stefan, pass ein bisschen auf da, wo du stehst. Da kannst du von hier aus beschossen werden. Ja, ich weiß, ich bin ja schon da. Ich mach gerade einen Testschuss da. Ist der Scheiße hinter uns ein Mix. Hallo, Tigerchen. Komm kuscheln. Kleines Kätzchen. Es kommt ein KV2 zum Kuscheln. Na, er ist gebounced. Ich auch. Oh, Scheiße, der LC ist weg. Jupp, das hat mich auch weggenutzt. DLC, hat der die 240er Kanone? Jupp. Okay. Das ist mal eine wichtige Information. Wie bitte? Ich bin nicht gespottet. Und ein M4A1 schießt auf mich. Boah, wir werden umrundet. IS-2 von hinten und der Pudel kommt auch. Jetzt treff doch wenigstens mal. Oh, leck mich doch am Arsch. Wer kam eigentlich auf die Idee, auf den Berg da hochzufahren, Mensch? Ja, es klappt ja auch normalerweise. Das Problem ist halt nur, dass alle da hochgefahren sind, auch der T-150 und der KV-2. Die hätten eigentlich den Job gehabt, runterzufahren und die Ecke hier hinten zu sperren. Was sie aber nicht gemacht haben, weil sie der Meinung waren, sie machen einen 1000 IQ-Move und fahren hoch auf den Berg, um dann nicht zu treffen. Ich meine, weiß nicht, was der KV-2 gemacht hat, aber ich glaube, der hat nicht einen Kill gemacht bei uns. Eigentlich nein. Sind das Panzer, die sollten innerhalb kürzester Zeit Schaden aufbauen, indem sie mit 800 Alpha mit jedem Schuss einen wegratzen. Und das hat er eben halt nicht gemacht. Ah, übrigens, der IS-2 schießt Heat, ne? Wie bitte? Der IS-2 schießt mit seiner Premium-Munition gegen mich als Tier-5er. Das finde ich besonders klasse, weißt du? Ja, klar. Der will halt nur auf Nummer sicher gehen. Ja, der Witz an der Sache ist, Heat ist ja schön und gut. Aber Heat kann sehr gut in einer Kette hängen bleiben. Also an seiner Stelle hätte ich lieber mit AP geschossen. Ich glaube, das wird eine Niederlage. Ach, du denkst du nicht. Ganz knapp. Grille macht Kalabanov. Was von. Du bist ja optimistisch. Man muss ja sein Master Badge machen, oder? Aber heute nicht. Also ich sag's mal so, ich hätte eigentlich, also zu dem Zeitpunkt, als die Heavys hochgefahren sind, war eigentlich schon klar, dass das ein absoluter Scheißrunde wird.
Aber dass sie so scheiße wird, Ich habe ich wollte auch schon nicht erwartet. abhauen. Ich bin dann die Klippe runter, aber da kam mir der ELC, kam mir entgegen. Ja. Keine Chance gehabt. Ja, am besten fand ich den Blindschuss, den ich vom Arti? M10 bekommen habe. Ich war nicht offen und er schießt mich aus ewig großer Entfernung. Also wahrscheinlich aus über 500 Meter Entfernung hat er auf mich geschossen. Das waren die HP, die mich vielleicht noch hätten den IS-2-Schuss überleben lassen. Naja, kann man nicht ändern. Ja, also ich sag's mal so, das Problem ist, wenn du ein plus 2 Matchmaking hast und bist minus 2 Lot hier, du hast immer nur einen bedingten Einfluss auf das Gefecht. Und eigentlich sollte man dann erwarten, dass deine Tier 6 und Tier 7 da mehr machen. Aber das war es irgendwie nicht so richtig. Der KV-2 hat 684 Schaden. Das ist nicht mal ein Schuss. Er hat wahrscheinlich nur HE geschossen. Also früher hätte das vielleicht geklappt, wenn du nur HE geschossen hättest. Aber heutzutage klappt das halt nicht mehr, weil HE die Mechanik nicht mehr hat. Oh, was für eine Überraschung. Also ich sehe uns jetzt nicht, dass wir da unten. Servus, Albot Resort. Stefan, Ja, welcher? stell dich mal hier hin mit deinem M10. Beziehungsweise Jawohl. deinem Blutwein, du hast M10. Ich versuche Jawohl, mal, Gruppenführer. mit deiner Lüte was zu machen. Und der andere Stefan, du kannst ja ein bisschen mitfahren mit mir, oder du. Nee, nee, Hält mich auch dahin. ich bleib auch hier. Ich werde sofort weggenetzt. Ich hasse Ja, die Problem ist, Karte. ich bin halt nicht schnell, ne? Wir Ich haben will halt an einen einer Stelle auch nicht 560. vorfahren. Bleib hinten. Ja, mache ich auch. Also danach versetzen wir uns hier hin. Also wenn das Tier 6er wäre, würde ich sagen, okay, mache ich. Aber das ist ein Tier 7er Gefecht. Ja, sehe Wir ich sind absolut genauso. am Ende der Nahrungskette und mir ist das ein bisschen zu weit offen hier. Vor allem, ich sehe das auch nicht, dass unser Team das hinkriegt, hier richtig Druck zu machen. Okay. Ah, scheiße, die falsche Richtung Ich abgehauen. hab Kette. Ah, ich bin gebounced. Ja, bei mir auch. Alter. Also mein VK hat keine Panzerung. Seine anscheinend schon. Hier. AMX aufpassen. Wenn RNG nicht möchte. Ich sag mal so, wir haben jetzt. Wenn der P43 bis noch mitkommen könnte, wäre es natürlich noch besser. Wir haben jetzt schon eine gewisse M6 in der Mitte. Wieso sehe ich den nicht? Gibt's doch gar nicht. Wir bauen an ihm. M6 kommt. Wo liegen meine Schüsse hin? Jetzt habe ich den VK mal getroffen.
Besteht die Möglichkeit, die Gallinie ein bisschen so aufzumachen? Also von hier aus so ein bisschen? Versuch's mal. Aber bleibt unter der Brücke. Also hier so ein bisschen. Und nicht weiter. Dann. Ja, das Problem ist. Ja, der P43 ziemlich weit vorne, also der ist. Sollte eigentlich hier auch alles auf. Da, bitteschön. War das dein Licht? Also Nein. dein Bot? Okay. Nein, nein, ich bin noch so weit weg. Das Problem ist, ich bin da zu lahm. Ich bin fast so lahm wie ein Panzer 4, 4S. Aber jetzt gleich. Mach Proxy. Ja, der hat sich versteckt. Der ist One Shot. Aber hier ist jemand, ne? Ja, ich weiß. Also wie gesagt, wenn du hier von unten so ein bisschen. Aua. Weg, 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 weg. Ich war auch vor. Na, scheiße, beim VK ist ein Haus dazwischen. Ich würde ihn gerne an die Seite knallen. Auf jeden gut. Ich war vor. Auf der VK wartet da bloß. Alter. Hab ihn. Ja, ich hab dich. Bin ich dir in den Schuss gefahren? Tut mir leid. Ja. Naja. Ey, auch alles gut, ist egal. Das war was Persönliches, weil er so viel gebounced hat vorhin. Okay, eine Art, die haben wir noch. Vermute, die ist auf A1 oder so. Das kann gut sein. Ich will die Hellcat da nicht hinfahren. Yep. Es tut mir leid, ich hatte nicht nach hinten geguckt. Bleibt entspannt. Ist Ich habe doch gut. bloß versucht, beim VK eine Outline zu kriegen. Auf seinen Turm. Weißt, das ist beim T67 auch wieder blöd, weil die Turmdrehung so Also, langsam aber wie ist. gesagt, also mit dem M10 erstes Spiel war okay. Davor mit Wolverine. Naja. Hey, cool, ich habe sogar eine Ordek-Medaille bekommen. Zwei T6er rausgenommen habe. Also ich finde, ja, mal ziemlich gute Leistung gebracht. In Anbetracht dessen, dass wir minus zwei Lot hier waren, auf alle Fälle, ja. Ja, wenn du dir anguckst, was die T7er hier gebracht haben, das war jetzt nicht allzu toll. WN8174. Ich bin jetzt heute schon bei über 2000, aber die Winrate war nicht allzu toll. Winrate bei mir ist auch scheiße. Habe irgendwie 20 Gefechte und davon nur 8 Siege oder 7 Siege. Also Siege. Ich habe sie ja selber in den Boden gefahren. Also So, ich wo ist würde hier die jetzt beste versuchen. TD-Position?
Ich würde immer versuchen, auf den Hill zu kommen. Okay. Ich würde dir raten, wenn du nicht schnell genug bist dafür, dass du dich hierhin, dahin oder dahin stellst, um dann den Hill abzuheben. Okay. Diese drei Positionen, wo du dann hinkommst, wie du stehst am besten. Geronimo! Und speziell an den ersten beiden Positionen sind auch Büsche, wo du dich gut verstecken kannst. Also die wichtigste Position auf dieser Map ist eigentlich immer oben der Hill. Wenn du den Hill hast, hast du auch sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Sieht auch sehr gut aus jetzt, weil wir sehr viele Panzer haben. Nachher meckert wieder der SAV, dass er alleine rübergefahren ist und keiner ihn supportet hat. Das ist dann sein Problem. Das hätte er ja wissen können. Die obligatorische Stelle vom 5-4 eingefangen. Also der 5-4, da musst du echt aufpassen. Stefan, kennst du den Panzer? Ja. Yep. Schätzen, die Stups, die sind ganz schön. Ja. Haben eine gute Kanone. Sind auch deutsche Panzer. Ja, im Prinzip ist das die Kanone, die auf dem VK nachher drauf ist. Also ich krieg keine Outline. Ich muss aber auch nicht vorfahren. Ich hab Low HP, ich kann nicht mehr vorfahren. Da oben. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, gut. Komm, wir drücken die kaputt, Arschlecken. Oh. Sorry, war meine Schuld. Nö, das war nicht deine Schuld. Ich wusste, dass der da steht. Ich hätte ihm noch gerne eine gegeben, leider waren da eben zwei. Na, nur ja. Egal. Ja, das Problem ist, ich habe halt nicht viele HP, ne? Ja, ich dachte, du fährst halt nach vorne und weiter geradeaus und du bist links abgebogen, weil du standst ja rechts von mir und bist dann zur linken Seite gefahren. Und ich dachte, du fährst rechts und dann weiter geradeaus, dann hättest du vielleicht ein, zwei Schüsse kassiert und ich könnte dann weiter. Ja, aber ein bisschen gedacht. Naja, ja, ein bisschen gedacht, aber ist egal. Ja, gut, beide. Das Problem ist, ich versuche halt immer so ein bisschen nur mit dem Turm zu arbeiten, weißt du? Dass nur der Turm rausguckt. Weil Gandepreschen hat das Teil, ja, und der Turm ist recht schlecht zu treffen. Aber gegen zwei Panzer klappt das immer nicht so gut. Stefan, stell dich einfach in den Kreis hier und warte. Genau. Da musst du an die Psychologie denken. Wenn das Signal ertönt, wenn diese Sirene läuft, dann werden die Leute mal extrem nervös. Sind hier bloß noch zwei Leute. Einer. Ja, ist egal. Außerdem kriegst du mehr Punkte dann. Ja. Mehr Punkte sind auch Punkte. Du kannst jeden Punkt gebrauchen. Mehr Punkte heißt definitiv auch
Kannst dich auch hier in der Tierbusch stellen, hier wo der Stug steht, nur ein bisschen nach außen, also hier so. Warte mal, ich versuche mal zu klicken. Ah, hier so ein bisschen. Ah, weiter nach links. Der Links. 14 TP ist einer der schlechtesten Lights auf Tier 4. Doch einer, den würde ich auch fast ausschließlich nur mit Gold benutzen, weil seine AP, seine normale Munition einfach zu wenig Durchschlag hat. Irgendwas um die 80 mm. Selbst die Gold APCR, die er hat, hat nur 92 mm Durchschlag. Reicht also für viele Panzer gar nicht aus. Oh, jetzt kommt die rasende Matilda. Ja, das stimmt. Ich gucke auch die ganze Zeit, kommt überhaupt vorwärts? Da hat der 14 dB tatsächlich mal einen Panzer gefunden, mit dem man es aufnehmen kann, von der Geschwindigkeit her. Hilf dir dran, bleib ruhig da stehen, auch wenn es jetzt langweilig ist, aber du kriegst immer schön Cap-Punkte. Das ist okay. Ich bin nur kurz rausgefahren. Ja, also lass die anderen das machen, Hauptsache du kriegst Cap-Punkte. Also ich würde dann auch rausfahren, damit die und wieder von vorne reinfahren. Quasi den Cap resetten. Ja, habe ich gerade gemacht. Ja, weil das sind alles Punkte, die du nachher gut gebrauchen kannst. Also durchcappen bringt meistens nichts. Du hast jetzt echt mal mehr Kills gemacht als wir, ne? Du Abstauber, du. Ihr habt ja euch schon aufgegeben, da habe ich gerade mal erst angefangen. Ach nee, hat er auch 2 Kills. Und der andere Stefan hat sogar 4 Kills. Du Cheater. Ja, ich habe ein bisschen verteilt da oben. Ja, also was ich am T25 mag, der hat eine sehr gute Mobilität und der hat halt auch 10 Grad Gun Depression. Damit kann man schon was anfangen. Das stimmt. Auch der hat die Gun, also beziehungsweise Turm ist ziemlich weit vorne. Also deswegen kann man ziemlich gut tanken, so von der Seite quasi. Also ich finde die Kanone von ihnen, das ist im Prinzip fast dieselbe Kanone, die du auf dem die 75 mm Kanone, die du auf dem Panzer 4 verbauen kannst. Hat nicht Also ganz die wenn Pen-Werte, aber DPM ist ähnlich. aber bei Mathilda musste ich tatsächlich auf Gold wechseln, auf AP, weil ich habe den nicht durchgeschlagen bekommen mit B, also mit normal, ne? Ja, frag mich Mit mal. BB. Also der M24 hat auf der AP nur 96 mm Durchschlag und 143 mit APCR. Also es ist ein teurer Abend. Stefan, wann hast du denn endlich Sechser? Schon ein paar Sechser. Und wieso spielst du Wolverine? Weil ich erstmal auf der Stufe quasi zum Beispiel beim Wolverine einen Perk weitermachen möchte von der Crew. Also. Und du brauchst die Credits. Genau. Und jetzt halt, genau, der M10 nehme ich wegen Credits und vorhin der Wolverine habe ich wegen den Perks genommen, dass ich, wenn ich den Jackson oder Hellcat hole, dass ich da schon mal zwei Perks habe. Also die T6er TDs der Amerikaner sind auch sehr gut. Also die Hellcat zum Beispiel, die ist zwar ganz schön genervt worden, aber er ist eigentlich immer noch ein sehr guter Panzer. Also er hat eine gute Endgeschwindigkeit, die Kanone ist ganz okay, hat vor allen Dingen auch einen ganz guten Alpha, 240. Damit kannst du schon was anfangen. Also hier fahre Richtig ich gleich gut. mal Richtung den ersten Berg da hoch, oder? Den Hügel rechts. Scheiße, Tier 7. Okay, schon wieder ein Elk. Ist egal, ich versuche mal hier anzuspielen. Also Stefan, entweder du stellst dich hier oben hin, Ja. aber da musst du ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, also immer entweder hinterm Stein oder die Büsche schön umlegen. Und denk dran, wir haben 2 Artis. Also sobald du irgendwie gespottet wurdest,
Bewegung, Bewegung, Bewegung. Genau. Das Problem ist, die anderen beiden, der Cromwell und der Type 64, sind alle 100 mal schneller als ich. Bei mir hat sich gerade Rechner neu gestartet. Einfach so. Oh oh. Ja, aber ich bin schon fast drin. Also wieder. Ja. Temperaturproblem? Das weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich. Hast du irgendwelche Windows-Updates gemacht? Keine Ahnung, im Hintergrund vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, hast du den Rechner in der letzten Zeit mal angehabt? Ja. Ich arbeite damit. Dann so, ist das eigentlich eher unwahrscheinlich. Dann ist das eigentlich eher unwahrscheinlich. Oh. Du solltest vielleicht mal Sensoren anschalten. Mal gucken, ob es vielleicht irgendein Temperaturproblem sein könnte. Okay, unsere Heavy-Flanke sieht ziemlich scheiße aus. Die Arti steht übrigens da irgendwo. Sie hätte schießen sehen, irgendwo hinten bei dem Cap-Point steht die. Bumble B. Bin abgeprallt am M6 an der Seite. Okay, aber der Cheeto macht es gut. ELC. What? Wurde gespottet. Weiß man nicht wie. Da ist ein ELC unten. Ja, ja. Aber der war eigentlich außerhalb meiner Sichtweite. Also er hatte keine direkte Sichtlinie zu mir. Offensichtlich muss ich mich ja doch irgendwie gesehen haben. Eigentlich ist das eine Aufgabe für den Type. Und er hat genug ja, der fährt dahin. Der fährt dahin jetzt. Hier passiert was. Alter! Das gibt's doch gar nicht! Wer hat mich denn hier schon wieder gespottet? Was ist denn das für eine... Das muss der IKV gewesen sein, der steht da mit Tarnnetz. Das war der IKV wahrscheinlich die ganze Zeit, der mich gespottet hat. Oh. Ich,
Das war ein Fehler. Ich wollte da jetzt vorfahren. Einmal weg vom Stein und schon gespottet und weg war ich. Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, der ELC hätte mich gespottet. Und dann habe ich gedacht, da sind jetzt genug Büsche zwischen, da kann ich eine kleine Runde drehen. Aber dann wurde ich wieder outgespottet vom IKV. Der ELC geht mir richtig am Sack. Aber ich kann den, ich sehe den nicht von hier. Ich verstehe den Type ehrlich gesagt nicht. Warum fährt er nicht in die Senke rein und macht den ELC alle? Der hat nur noch, die haben nur noch ein Light. Dann hat er Freeplay. Stattdessen würde er jetzt versuchen... Was macht eigentlich unser Churchill? Der Churchill spielt sein eigenes Game. Der macht jetzt hinten die Arti fertig. Übrigens, Type, da steht noch ein IKV, falls dir noch nicht aufgefallen ist. Jetzt geht die Grille auf den ELC. Och, scheiße. Ja. Ich bin auch aufgegangen und direkt weg. Panzer 4H ist auch noch da. Hä, wo ist denn der 4H? Der war noch gar nicht offen. Ja, so schnell blitzt sich das Spiel. Kann denn der ELC noch Full HP sein, sag mal? Wie viel Schwein hat der denn, sag mal? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab drei oder vier Mal auf den geschossen. Ja, ich auch. Also es tut mir leid, aber unser Type hat's versaut. Ich meine, er wusste jetzt, wo die Gegner sind. Er hätte nur die Mitte lang fahren müssen. Er hätte Deckung gehabt vom T-34-85M durch die anderen beiden. Das hat ihn interessiert. Gut, der Churchill macht auch seine gute Runde da unten. Ja, Churchill kann bloß nichts machen. Churchill ist blind wie ein Maulwurf. Und langsam als eine Schnecke. Leute, ich starte mein Notebook nochmal neu. Gleich. Notebook? Ja. Mein Laptop. Irgendwie macht er gerade Faxen. Hast du ein Messprogramm für die Temperatur am Start? Ja, ja. Alles im grünen Bereich, 67 Grad. Ja, für ein Notebook ist das gar nichts. Ja. Ich habe ein Gaming Notebook, also der ist laut. Hat auch genug Leistung, aber die Frage ist, weshalb mir gerade Akku verdammt niedrig. Hä? Akku ist doch angeschlossen. Er lädt auch. Komisch. Ich starte mal neu. Die Arti steht aber die ganze Zeit in der Ausfluss. Da ungefähr muss sie sein. Naja, nun ist eh egal. Das Spiel ist durch. Meinst du? Guck mal, wir haben die Hälfte der HP und die Hälfte der Panzer. Bin gleich. Vor allem noch den ELC. Der ELC macht den Unterschied. Danke. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn der ELC-Player ein recht guter Spieler ist. Er hat sich auf jeden Fall richtig gut verhalten für einen aktiven Scouter. Eigentlich ist der ELC zum aktiven Scouten nicht unbedingt geschaffen. Da kommt schon hier.
noch 4 Minuten. Auf was warten die noch wohl so alle? Ja. Ich vermute mal, dass der Panzer 4H hinten umfährt. Ah ja, okay. Oh, er ist gleich weg. Arti hat gerade gut getroffen. Hat mal 8 HP. Das Problem ist, seine Ketten waren gezogen. Ja. Und sein Rapkit war weg. Das heißt. So, wieder da. Und, war das denn los? Das ist jetzt noch nicht, sind wir noch dabei. 12 zu 13 aktuell noch. Chito SP hat noch den Boots herausgenommen. Aber der hat jetzt bei. Wir haben jetzt 468 HP. Der ELC ist immer noch Full HP. Und hat gerade alle beide TDs gespottet. Das einzig Gute ist, dass die Bishop wenig Durchschlag hat und es nicht geschafft hat, den Chito SP rauszunehmen. Natürlich sind beide Panzer für ihn One-Shot. Ja. Hier wieder Start. Die Panzer 4H ist schon mal. Ja, das war klar. Also der ELC ist wirklich ein Spezialspieler. Der hat nämlich die 240 Alpha-Kanone drauf. Genau, wollte gerade sagen, die Arti nimmt genauso. Eine Gunmark auf dem Panzer. Rätselhaft. Das ist echt rätselhaft. Ey, guck mal, ich habe noch Damage gemacht. Das ist einmalig, ey. Es gibt solche Runden. Stefan, tust du mich einladen, bitte? Natürlich. Wie lange wollt ihr noch zocken? Mir ist das scheißegal, ich hab morgen frei. Hä? Hab ich nicht angenommen? Hä? Okay. Doch. Ah, jetzt. Also der Spieler ist einer mit 47.000 Gefechten. Er hat knapp 53% Winrate. Ja. Aber für 53.000 ist das ziemlich gut. 53%. Naja. Er mag so ein bisschen die TDs. Mhm. Also die Runde hat er jedenfalls gut gespielt, das muss man ihm lassen. Weil im Prinzip hat er die Runde gewonnen. Er hat natürlich auch jede Menge Schwein gehabt, aber obwohl er gar nicht so viel Spotting bekommen hat. Dieser scheiß IKV. Diese typischen, ich sitze im Busch, Hocker und mache Tarnnetz und Periskop an. Diese Spieler. Leute gibt's, die machen wirklich solche Sachen. Ei, ei, ei. Das trifft zu 100% auf mich zu. Naja, ich sag's mal so, also ab Tier 6 kannst du das inzwischen knicken. Tier 6 hat man auch kein Tarnnetz mehr. Na, ich sag mal so, doch, es gibt schon ein paar Panzer, die man mit Tarnnetz fahren kann. Zum Beispiel den Panzer, Jagdpanzer 4. Der ist okay. Auch mit Tarnnetz und Periskop. Das kann man auch machen. Aber wenn du gegen jemanden mit CVS spielst, das ist natürlich die Arschkarte. Okay. Links? Ich fahre mal hier hin und versuche, die Stadt zu spotten, wenn es geht. Wenn ich da hinkomme, so schnell wie es geht. Ich fahre rechts auf den Berg hoch. Auf den Hügel? Ja. Ja, versuche ich auch. Also, wir haben ein Tier 6 Light. Wir haben nur ein BT-42. Das
sollte eigentlich reichen. Alleine? Nein, ich bin's. Nee, sieht gut aus. 85 M. Blind mal hier so ein bisschen. Okay, also ich werde mich jetzt noch nicht weit bewegen. Wir wissen, dass der BT-42 noch irgendwo ist. Es kann sein, dass er noch da oben steht. Der Pudel guckt schon vor. Gut, dann kann ich gleich mal was riskieren. Wollte jetzt mal gucken, ob ich hier hinkomme. Natürlich. Bist du aufgegangen? Ja, ich habe geschossen. Ich habe gedacht, ich kann den BT-42 ja mal versuchen zu treffen. Das Problem war bloß, ich habe ihn nicht getroffen und bin dafür aufgegangen. Der hat auf jeden Fall eine ganz gute Sichtweite. Also ganz unbedarft ist der Spieler nicht, der ihn spielt. Passt ja auch eigentlich. Das ist ja ein Premium-Tank. Da kannst du auch eine gute Crew reinsetzen. Durchweis vor. Wir müssen durchpushen irgendwie. Warte, 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 auf dem Hügel stehen welche. Also hier stehen welche, definitiv, die Blinden. Ja, ich weiß. Und hier stehen welche. Hier sind wir BT-42, kann ich jetzt gesehen haben. Nee, nee. Ich bin aufgegangen. Die Frage ist von wo? Jetzt haben wir die BT-42. Ich kann dich gesehen haben. Okay, die sind gleich in der City durch. Ich glaube, wir sollten nicht mehr vorpushen, wir sollten eher zurückfahren. Sehe ich genauso. Das wäre schön, wenn aber hier sind wir zu viert noch. Also ich schätze mal, ja, wir haben ja gute Chancen, noch ein bisschen mit zu deffen, aber... Wir haben 2500 ja. Vorsprung. Das ist ein bisschen viel. 3,5. Da ist der BT-42. Der Krümmer ist der Charger, der gerade um mich schießt. Spiel ich mit APCR, ist ja klar, falls ein Charger ist. Das ist ja ein Charger 3. Er hat ja bekanntlich keinen Durchschlag auf der AP. Hier ist doch Wolverine. Stefan, denk an den Busch. Ja. Stefan, vielleicht ist es besser, wenn du dich in die Ecke hier zurückziehst. Ich hau ab hier. Weil dann kannst du Stefan ein bisschen unterstützen. Ne, ne, Leute, haut ab. Da, ich krieg gleich einen. Ja, ich bin One-Shot. Alter Schwede.
EPT-42 hat mich gewonshottet. Da KV-1 ist. Ja. Haben sie mich überall gehabt. Ja. Ich habe kein Ziel so richtig zum Schießen gehabt. Also immer dort, wo ich hingezielt habe, war nichts. Natürlich, ist ja klar. Nicht schlecht, ne? Der hat alle drei. Also uns alle rausgenommen, glaube ich. Ja, es ist ja auch kein, ist ja auch keine Kunst. Ich meine, das ist wohl ein KV-2. Nur ohne Panzerung. Und mobil. Also wenn du einen Spieler hast, der Ahnung hat vom Spielen, dann ist das Ding schon ziemlich stark. Habt ihr gewusst, dass wir Bots sind? Wieso? Ja, Crocodile hat geschrieben. Ist doch immer so. Es sind immer die anderen schuld. Mhm. Ich sag mal so, ja. wir haben das im Prinzip in der Stadt verloren. Und der Krokodil war in der Stadt, also soll man ganz ruhig sein. Ja, wahrscheinlich hätte ich vorfahren sollen als TD. Nee, aber wir sind kein Top-Tier gewesen. Also er hat ein Progetto. Den spielt er eigentlich auch ganz gut. Also 1600 Durchschnittsschaden, 2000 mit Spotting. Das ist okay. Ich bin bei 2200 ungefähr. Also den Progetto spielt er ganz gut. Den STA-2 auch. Aber der Rest... Er ist jetzt kein schlechter Spieler, wollte ich damit sagen. Aber das erklärt nicht, warum er in der Runde so scheiße gespielt hat. Ja. Mein Krokodil ist jetzt wirklich kein schlechter Panzer. Mit dem kann man schon ein bisschen was anfangen. Eigentlich. So. Das ist ja im Prinzip ein Churchill. Churchill 7. Also für die WN8 ist das jetzt nicht schlecht, aber die Winrate ist jetzt bei 50% heute. 22 Gefechte, 11 Siege. Ich habe 12 Gefechte, 6 Siege, also genau 50% habe ich. Aber sonst ist alles nicht so gut bei mir heute, statistisch gesehen. Bei mir statistisch gesehen ist alles gut, aber dafür Siegesrate ist ganz gering. Also ich hätte lieber eine schlechtere Statistik, also Siegesrate, aber dafür eine gute Statistik. Naja. Hast du es öfter mit deinem Gaming-Notebook, dass der abschmiert? Nee, das war das erste Mal. Ist da Windows 11 oder Windows 10 drauf? 11. Pro, ne? Also. Also ich für meinen Teil werde hier hinfahren. Ein bisschen spotten. Ja, wir sind ja. Wir können endlich auf dem Balkon. Ist zwar Noob-Sport, aber wenn man aufpasst. Ja, da wollte ich auch hin, aber... Anscheinend war da mal doch mal ein Gebüsch früher. Ja, die haben wir schon ein bisschen entschärft. Ist aber auch in Ordnung. Ich fahre mal weiter, hier ist nichts zu sehen. Ich kann mich ja noch jemanden in eine Querfahrt erwischen. Da oben ist ein Baum umgefallen.
Wer ist denn hier aufgegangen, Alter? Der M10 bestimmt. Und ich hab kassiert für den. Scheiße. Meine Fresse, ey. Ich hau auf hier, Stefan. 5-4 ins Quad. Bin noch nicht aufgegangen. Ja, der M10 ist aufgegangen und ich hab seinen Shot kassiert. Scheiße, ey. Habt ihr gehört? Nee. Zweitpanzer 5-4. Ihr müsst schon verteidigen, glaube ich. Hinten. Wir haben jetzt nicht allzu viele HP verloren. Und ich denke, vermutlich werden sie da hinfahren, wo gerade gepinkt wird. Der Panzer 5-4 muss da aufpassen, weil die ziemlich. Die haben halt eine Tier-7-Wanne. Das heißt, du kannst sie tatsächlich nur in den Turm beschießen und Schaden machen. Ansonsten wird es schwierig. Stell dich mal dahinter das Gebüsch. Da hab ich's vor. Und dann kannst du reinhalten. Wenn du was siehst. Das Gemeine ist, dass der Typ, dass der Panzer 5-4 neben seiner Mobilität und Panzerung auch noch ein ziemlich unfaires ziemlich unfaire DPM hat. Er kann wunderbar rammen. Er will mich. Ja, super. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, was der Leopard macht. Also ein 5-4 ist tot. Ich vermute, der ist hier irgendwo. Lass mich hier mal langsam vor. Warte mal, ich komme mit dir mit. Ich gebe die Rückendeckung ein bisschen. Also ich bin aber One-Shot, ne? Da. Ah ne, das ist der. Hier oben scheint er nicht zu sein. So, ich bin in der Position. Ich bin aufgegangen. Ja. Der ist hier unten. Ich bin auch aufgegangen. Der ist hier, entweder hier in der Gebüsch oder hier unten ist der. Also hier ist so ein Gebüsch, also so ein Busch, also ich vermute in dem steht er. Der ist nicht aufgegangen. Der wird hier oben im Busch stehen. Also da, wo er das letzte Mal gespottet wurde, da ist ein Busch. Da ist er bei mir, siehst du? Hab ich doch gesagt, der ist bei mir. Der war da in dem Busch. Ja, genau. Jupp. Da war's für ihn. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht so direkt, wo der M4 ist und ob der M4 eine Derp Gun hat. Und mit Derp Gun ist er richtig aua. Ah, ich fahr vor. Okay, er hat keine Derp Gun. Er hat die 76mm Kanone. Und er ist weg. Stefan macht ihn. Okay, Stefan macht ihn nicht. Aber Stefan hat ihn angeknabbert. Ich hab ihn angeknabbert, ja. Ich vermute mal, die beiden Herren werden sich, oder einer von denen wird sich zumindest hinten beim Bunker hinstellen. Und Last Boy Scout spielen. Ich bin nicht mehr aufgegangen.
Hallo, mein kleines OP-Monster, komm mal raus. Ist egal. 700 Schaden, das ist schon okay. Play or die. Ei! Ich hab nicht Das war ein Anti-Schuss. Pixel-Schuss, ich drück einfach drauf und er ist tot. Jupp, nehm ich. So, wieder mal ein Sieg. Da habe ich eben echt nur einen Pixel gesehen. Naja, Anti hat ja auch schon genug genommen, da kann Anti auch mal geben, ne? Ja. Wow, 2364 freie Erfahrung. Oh, gut. Ich habe eine sehr undankbare Aufgabe. Ich muss den meisten Schaden in meinem Team verursachen. Das ist mit dem Light ein bisschen schwierig. Jedenfalls mit dem Light. Ja, also diese Panzer 5-4, die kannst die darf man nicht unterschätzen. Die sind wirklich böse. Ja. So, wenn es eine Definition von OP-Panzer gibt, dann ist es dieser Panzer. Ach du Scheiße. Ah, jetzt geht's aber schnell auf die Karte. Uiuiui. Also irgendwie haben wir jetzt T7 abonniert, kann das sein? Dann. So, Type 64, Leopard. Okay. Was kannst du direkt HP laden, Stefan? Wie bitte? Kannst du direkt HP laden. Okay. Wir kommen hier also nirgendwo durch außer Type 64. Wasser oder City? Leopard. Ich würde Wasser erstmal machen. Okay. Dann geh ich mit. Das einzig Positive ist, dass mein Tarnwert nicht weggeht, wenn ich fahre. Ansonsten von der Geschwindigkeit her. Ne. Hier ist irgendwo ein Light in der Nähe. Ach du Scheiße, da. Hier ist der Typ. 65. Ja, natürlich. Also wenn es irgendwo eine Ecke am Leopard Pipo Panzerung ist, ich hab sie gerade erwischt. Ich weiß zwar nicht, wo der Leo Panzerung hat, aber... Offensichtlich hat er irgendwo 92 mm Panzer. Ja, das ist nur kein Bonus-Sieg für den ersten Kill. 64, entweder hier oder hier. Der hat mir gerade eine verpasst. Ja, die stehen ganz gerne in der Mitte. Ja, der Blind. Also ich. Der Blind. Guck mal, ob ich irgendwas aufkriege, aber ich wage es zu bezweifeln. Ja, da guck mal, T37 davor. Also zähl stehen. Aber der macht irgendwie nichts auf. Ah, da.
Nicole, bewegst du vielleicht mal ein bisschen deinen Kopf hier ab? Wäre das möglich? Da ist übrigens der Type. Das ist der Spacko. Hallo, kommet. Weh. Es geht 6:1 und du bist plus 2 Top-Tier. Beweg doch mal deinen Scheiß hintern. Der DZ ist sehr mutig. Ich bounce an einer Left. Ich glaube, ich spinne. Erst den Bouncer am Leo. Und jetzt bounce ich noch an einer Left. Wo ist denn jetzt die Left-Panzerung, die 141 mm breit ist? Echt? Oh, ich würde sagen, da kriegen wir nichts mehr ab hier, ne? T25 müsstest du sehen eigentlich. Ne, ist noch vor. Oh, mal Glück gehabt. Ich bounce sogar am T25, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kann man auch so viel RNG-Pech haben, echt. Alter, das gibt's wirklich nicht. Alter, drei Panzer, an denen ich mit APCR bounce. Es ist nicht zu glauben. Oh Mann, nein. Also manchmal ist RNG so leckerlich, ey. Ah ja, Panzerklasse, also 2, okay, nicht schlecht. Bin ich ja mal gespannt, jetzt gucke ich mir mal Battle Hits an. Also. 1300 Schaden, gut. Es ist so lächerlich. Also, der Panzer T25 hat ja nur bekanntlich überhaupt keine Panzerung. Ich wäre sogar mit AP durchgekommen. Der Schuss, den ich geschossen habe, der ist tatsächlich, also der erste Schuss ist in seinen Ketten hängen geblieben. Bei der Lev bin ich auch in der Kette hängen geblieben. Und beim Leo bin ich vorne gebounced. Der ist an der Kette abgeprallt, dann über die Vorderwanne und den Turm abgeprallt und das war's. Klasse. Danke, RNG. Also musst du sagen, also mit dem Aimen, da musst du ein bisschen mal Hausaufgaben machen, ne? Pass bloß auf, du. Ich sag mal so, ich bin momentan bei 71% Treffer. Naja gut, in dem Gefecht kann ich sagen, bei 1300 Schaden. Hm.
Ein Augenblick, ich schaue mal eben, was das für ein Panzer ist bei mir hier. Kenne ich nicht. Welchen meinst du? Panzerkampfwagen 4 auf F2. Das ist ein extrem leicht gepanzerter Panzer IV mit der Panzer IV-H-Kanone. Den kannst du im Prinzip mit HE durchschlagen, weil er nur, ich glaube, 20 bis 40 mm Panzerung hat am Turm. Okay, Es ist im sehr Prinzip ein interessant. Panzer, ist im Prinzip, ja, im Prinzip war das die Umrüstung. Der Panzer F und F2, das waren die Panzer, die nachher die 7,5 mm Kanone, die lange bekommen hat, die dann gegen T-34 kämpfen konnten im Zweiten Weltkrieg. Wie Und die hatten am Papier. Anfang noch nicht diese die Zusatzpanzerung, die die späteren Modelle dann hatten. Also der Panzer 4H zum Beispiel, das ist ja die meistgebaute Version des Panzer 4Hs, die hatte nachher 8 cm Panzerung vorne. Die haben quasi immer mehr Panzerbleche vorne ran gemacht und am Turm. Während die ersten Modelle das noch nicht hatten. Und das war, Ja, okay. den müsstest du dann, glaube ich, auch bekommen haben. Ah, ich habe hier KV 220-2, KV1, also KV1SA, M4 Improver. Ich sage ja, Also, diesen ganzen Panzer, die du nachher als Belohnungspanzer zu Weihnachten mal bekommst, wenn du lange noch dabei bist. gibt noch was zu Geburtstag oder so, wenn man Geburtstag hat? Nee, aber es ist tatsächlich so, wenn du eine bestimmte Anzahl von Jahren dabei bist, ab 5 Jahre fängt das so richtig an, Spaß zu machen, kriegst du diese ganzen Premium-Panzer, wie den VK 28 Meinst1005 kriegst du zum Beispiel geschenkt. Das ist eigentlich ein Panzer, der macht Spaß. Also, das ist halt der VK 2801 mit der Derp Gun. das in die Mitte? Ich war in die Mitte, ja. Okay, dann gehe ich Ah, ich hoffe, gegen ich dachte, dieser bisschen Rückendeckung. ich hoffe, Dieser Karte dass es zum eigentlich gut gemacht. Geburtstag auch was gibt. So eine richtig gute RNG-Runde oder so. Das hast du ja ab und zu. Man muss nur oft genug schießen. Dann klappt so mit dem AMG. Irgendwann. Hab ich gehört. Oh. Ist da keiner in der Mitte oder was? Ist jetzt noch nicht. Ist hier Wahnsinn. Das würde ich merken. Ich habe gerade 119 gedrückt. Im ELC. Und ich bin nicht aufgegangen. Das ist noch viel witziger. Ach Mist, und rechts ist auch kein Light oder so, der es aufmachen kann. Ja, das bringt meistens nicht viel, da rechts hinzufahren. Weil da so viele TDs im Hintergrund sind. Oh, ist auch so eine arme Sau mit dem Chauffi 594. Oh, was macht denn der Anko da? Also falls jemand deutsche Panzer mag und noch eine gute Crew braucht, den Akku kann er sich durchaus zulegen. Der ist gerade wieder im Angebot. Allerdings kostet er, glaube ich, irgendwas mit 22 Euro für ein T5, was ist eine ganze Menge. Also du hast dann halt eine Crew mit 4 Perks. Kannst du den AMX-40 durchschlagen mit dem T67? Ja, ne? Alter, wo fliegen die ganzen Schüsse hin? Kann man das dann bitte schon sagen? Ja.
dich nicht dahin, wo du gezielt hast. Na gut. Ich verstehe das nicht. Die haben hier diesen riesen Push-Angriff gemacht, der eigentlich fast immer kaputt geht und trotzdem steht es erst 5. Die sind teilweise an mir gescheitert. Also ich habe über 1k Damage gemacht. Ja. Und ein Kill, leider zwar, aber... Auch schon ein Kill. Ich habe die Matilda abgefrühstückt. Ja, ich hab Glück gehabt. Ich habe die vorgearbeitet. Ich habe tatsächlich Glück gehabt, dass ich dass der Panzer 3 nur mit HE geschossen hat. Also bei mir hierhin versucht einer zu blinden die ganze Zeit. Also ist von wo aus? Also ich komme, ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt. Also hier fliegen die Schüsse, also die fliegen links und rechts von mir. Ah da, bitteschön. Hat er kassiert. Da unten. Scheiße. Schaffst du? Weil ich sehe den nicht. Ja. Hau ab. Ich komm. Ah, die trifft den auch nicht. Okay, ich wollte mir jetzt keinen Schuss mehr fangen, wenn ich fahr zurück. Scheiße, ich sehe den nicht. Ja, natürlich. Das macht er während der Fahrt, ohne zu zielen. Guter Mann. Warum versucht dich eigentlich immer mit diesem Panzer voll durchzuzielen? Warum bin ich so doof? Es geht ja offensichtlich auch ohne. Naja, aber im Prinzip war das ja klar. Das war ja One-Shot. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Matilda VT da durchfährt. Nicht nachdem da so viele Panzer geplatzt sind. Und vor allen Dingen, dass er so spät erst aufgeht. Das hat mich gewundert. Ich habe eigentlich gedacht, muss ich ja theoretisch bis zum Trophy sehen können. Scheiße. Boah, hab ich Glück gehabt, ey. Die Grillen, ne? Mhm. Ich hab von der Grille einen 210er bekommen. Der Schuss ist vor mir gefallen. Stefan, zieh dich da zurück, bitte. Ah, ne, du stehst auf dem Hügel, alles gut. Oder stehst du nicht auf dem Hügel? Bin unten und guck, ob der AMX noch irgendwie rauskommt oder nicht. Ja, du bist daueroffen. Sonst hätte die Art eben nicht auf dich geschossen. Oder die Blinden dahin. Das glaube ich nicht. Ich bin aufgegangen. Stefan? Ja? Erinnerst du dich an die Art? Ich habe gedacht, ich bin hier noch geschützt von dem Berg da. Nee. Du hast doch eben gesehen, wo die Schüsse hingefallen sind. Ja, aber von den Winkeln her kommen. Das sind Grillen. Und die schießen wahrscheinlich so von hier aus. Und da sind, die können natürlich auch sehr weit an den Felsen ranschießen, weil der Winkel so steil ist dann. Das geht. Also wenn du direkt am Felsen dran gestanden hättest, da wo du zuerst standest, also... Alter, wieso gehe ich hier auf? Der ELC ist da. Alles klar. Raffi ist auch hier. Die müssen den Jeffy rausnehmen. Ja. Aber vergiss nicht, dass da auch ein Steward offen ist. Ja, wie kann man nur hier den Jeffy 594 fahren, also der Gegner, der schämt sich ja gar nicht.
Wo versteckst du dich? Ich muss von hier weg. Also ich vermute mal, dass der ELC immer da hinten stehen wird. Bei mir, dass er die wegbewegt hat. Also ich riskiere zwar. Da ist er doch. Bin ich aufgegangen? Nein, der Leit ist weiter hinten oder ist weggefahren. Die Grille hat keine Sichtweite. Nice. Ja, das Problem ist, jetzt haben wir halt die beiden Lights noch. Also der M4 ist für dich auf jeden Fall One-Shot. Der ELC hat auch nur noch ganz wenige HP. Ja, ich versuche mit Blinds vielleicht die mal. Also der Valentine AT hat noch Full HP, wird da jedenfalls angezeigt, aber der hat ja jetzt auch nicht so. Also ich würde jetzt riskieren. Die C-Linie runterfahren oder so quasi so. Hat. Wie viel HP hast du, Stefan? Bitte? Ach, du bist auch raus. Ich bin draußen. Du bist auch raus. Ja, ich habe noch 5 Minuten Zeit. Ich versuche über die Mitte zu spielen. Hat der ELC auf irgendeinen von uns geschossen? Ja, der hat auf mich geschossen. Und zwar auch von hier auch. 240er Alpha, also 220er Alpha oder 100 Alpha? 100er. Gut, dann kannst du dir noch einen Schuss nehmen von ihm. Ja. Ich bin aufgegangen. Und der ist da hinten. Da ist er. 1 HP. Guck mal, der hat 1 HP. Unsere Art. Junge, komm. Was macht ihr nicht im Vorhalt? Pass auf, du bist noch offen. Der VT steht da noch irgendwo. Also wenn der etwas kann, ist es hinten rumstehen und rumgeiern. Nein! Scheiße! Ich hatte einen Leck. Ich hatte einen kurzen Leck. Was hier? Also leck mich doch am. Ja, aber unsere. Komm, zu, fahr. Und, Schluss, und. Was mich eher stört, ist, dass die Grille es nicht schafft, den Valentine AT rauszunehmen. So mies, ey. Oh, Junge. Kommt, Leute. Ich überlege den nach Passwort. Nach Login-Daten zu fragen. Das sieht nicht gut aus. Weil wie viel Damage hat die Sue? Was hat die? Ach, die hat die schmale Gun, also 100. Ah, es kommt. Achso, der T6 hat nicht mehr so viel. Deswegen steht er da hinten. Ah, was macht die so, ey, meine Fresse. Die Su hat die 85, hat die 50 Meter. Ja, die bleibt da stehen. Die bleibt da eiskalt stehen. Nein. Die ist gleich weg. Ja. Also sowohl der ELC als auch der M5 müssen schwere Tarnnetz haben. Weil der ist erst aufgegangen, nachdem sie auf ihn geschossen hatten. Also wird sich in der Panzer hingestellt haben, dann ist das Tarnnetz und Periskop angegangen und dann wurde er erst gespottet. Ja, es ist, wenn die Lights drin sind, dann hast du keine Chance auf der Map. Selbst wenn du den Steward erwischt hättest, wäre es nicht sicher gewesen, weil die LC ja noch gelebt hat. So, ich würde sagen, danach noch eine Runde und dann muss ich in die Kajüte. Ja, geht's mir genauso.
Komm, jetzt sind nur noch die zwei raus und dann passt's, oder? Also eigentlich ist es erbärmlich, dass die beiden Lights jetzt versuchen zu cappen. Okay, sind sie herausgefahren. Wo ich nicht glaube, dass sie es in 1,5 Minuten schaffen. Da ist der ELC. Voll lustig, wenn er jetzt die Klippe runterfällt. Ja, ja. Ja, der Witz ist hier, die Grille ist auch das erste Geschütz in der Artillerie-Reihe der Deutschen, die Splash-Damage hat. Also eigentlich würde es theoretisch reichen, wenn er in der Nähe von ihm schießt. Wir arbeiten jetzt zusammen. Oh. Nee, leider nicht. So knapp, Alter. Alter Schwede. Mit einem HP hat er gewonnen. Ein HP. Hat gereicht. Mhm. Am Ende ist doch einfach eine einfache Mathematik. Ja? Also Stefan, das ist auch immer das Problem. Oder hallo Stefans. Das ist auch immer das Problem. Du rechnest in diesen Tierstufen auch teilweise, kannst du mit den Reaktionen der Leute nicht rechnen. Weil, ich sag mal, die Intelligenz der Leute, dass sie da quasi zweimal so eine Angriffswelle fahren und immer an derselben Stelle langfahren, mit der Doofheit rechnest du normalerweise nicht. Du gehst normalerweise davon aus, dass die einmal die Lektion gelernt haben und dann war es das. Mhm. Haben sie aber nicht. Also, dass der VT, der mich nachher, also der mich zum One-Shot gemacht hat, dass der AT da lang, dass der LVT da lang fährt, damit habe ich nie gerechnet. So, letzte Gefecht. Meine Damen und Herren, ich habe eh schon überzogen jetzt in der zweiten Folge hier. Ein Sechser Gefecht, uiuiui. Okay, T52, T37. Okay, Leute, wir haben 5 Lights. Das bedeutet für uns, wir spielen nicht aktiv, bis ein Großteil der Lights tot ist. Also Stefan, der typische Lights goes on. Der typische D-Hill ist eigentlich hier. Ja. Du kannst dich aber auch, hier irgendwo hinstellen. So, dass du da am Busch stehst und dass du dich in den Felsen im Hintergrund stellen kannst, als du aufgehst. Also ich versuche jetzt ein bisschen passiver zu spielen, bis die ersten Lights raus sind, weil das wird nicht lange dauern. Erfahrungsgemäß. Ich fahr doch lieber hoch, weil unten hier. Ich stelle mich natürlich auch so hin, dass ich schnell wieder abhauen kann. Ja, das war auch gut so. Okay, den ersten Schaden haben wir gemacht, die ersten haben wir gespottet. Jetzt nehmen wir mal weiß aus. Und die Arti ist instant auf mir drauf. Ja. Unglaublich. So, das Problem ist, 59 wieder hochgefahren. Gut. Das ist ja nicht schlecht. Achtung, Wurzer fährt hoch. Kommt ihr da vielleicht drauf? Nee. Vorbei. Nee, leider nein. Die haben die Deckung da hingebaut jetzt. Wir können aber wieder auf den Leopard schießen. Wurde blind getroffen, sehr schön. Ja, ja. Die schießen blinds. Dann der T78 kann hier kassieren.
Ja, ich hätte ihn den Bootser rausnehmen können, aber leider wollte RNG nicht so, wie ich wollte. Stefan, ich würde da nicht hinfahren. Du hast ja Low HP noch. Stefan, denk dran, wenn du wenig HP hast, wenn du One-Shot bist, musst du sehr, sehr vorsichtig sein. IMX, Dwinat, wollte ja gern den 5916 rausnehmen, aber auch da wollte RNG nicht. Guck mal, ob ich ein bisschen eine Sichtlinie aufbauen kann. Da, T78 links. Ja, genau, Stefan. Noch ein Shot. Wir können den eigentlich zu zweit rausnehmen, aber warte mal, bis so eine 100 unten ist. Die gibt ihm gleich eine. Auf die 12. Ja. So, 5 zu 1, das sieht gut aus. Na komm, ey, du willst zurückfahren. Ja, Leo ist immer noch dein Gebusch. Ach du Scheiße. Alles blind. Ich darf aber auch nicht treffen, ey. Der dritte Kill, den ich hätte haben können. Alter, schade, Stefan. Ja, sehr schön. Könntest versuchen, meine Leiche vorzuschieben und dich dahinter zu verstecken. Das würde auch funktionieren, theoretisch gesehen. Du müsstest ja mehr Masse haben als ich. Das heißt, du meinst, ich bin fett oder was? Muskulös. So, genau. Also ich würde an einer Stelle schon mal vorfahren. Wir sind voll, ja, wir sind halt in Überzahl. Aber sehr vorsichtig. Der Knight steht noch da. Eine elegante Rolle. Also der Amix und der Leopard sind noch in Mitte. Nee. War wieder zurück. Ja, genau. Die sind hier in einem Gebüsch also. Also ich bin aufgegangen. Also ich vermute mal, dass sie immer noch da stehen. Ja. Oder da. Problem ist, ich kann sie auch nicht outspotten, weil da jetzt Hügel dazwischen sind. Früher ging's. Ja, ist definitiv der Hügel. Ja. Ist definitiv da, wo die Palmen sind. Bin ihnen wieder aufgegangen. Da, Zaliamka. Zadimka. Dumka. Was ist das für ein polnischer, ne? Ja. Helpet lebt auch noch. So, jetzt ist das unsere Position hier. Ich hasse diese Tarnnet-Spieler, ey. Das ist zum Kotzen. Kannst du auch nichts machen. Das ist mein Turm. Verdammt. Scheiße. Das war mein Turm zu langsam.
Leck mal da bla bla bla. Scheiße, ich muss zurück zum Cap. Leo ist cooldown. Ja klar, er macht mich auf, hinterm Busch. Willst du mich veräppeln? Wir verlieren das. Alter, das ist doch nicht zu glauben. Und der macht meinen Schuss natürlich noch Loro gegen Leopard. Ich hab keine 105 Alpha. Nein, nein, ich hab 90 Alpha. Also, RNG war mir wieder echt nicht gnädig diese Runde. Ja. Und wie gesagt, es waren 3 Killshots, die nicht gesessen haben. Das hat er auch gerade am Leo vorbeigeschossen. Genau. Hat die Sue keine Chance. Also in der Situation, wenn du einen stromlosen TD hast, stell dich an die Wand. Ja. Stell dich an die Wand, dann kann der nicht umrunden. Dann hast du immer noch die Chance, im richtigen Moment dann hochzufahren, rumzufahren. Aber wenn er von hinten an dir dran steht, du hast keine Chance, irgendwas zu machen. Ja. Sag mal, Chaos? Den hatten wir doch heute schon mal. Das habe ich Wirkungsfeuer habe ich. Ah ja, okay. Okay, Punktelimit ist erreicht. Ich muss wohl den Panzer wechseln. Ja gut, für mich war's das heute. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich habe jetzt genau 50% Winrate, okay. Aber ansonsten bescheidene Runden. Also ich bin heute überhaupt nicht zufrieden. Also wie würdest du an dir sagen, ich habe noch viel zu lernen? Ja, wie gesagt, du kannst nicht jede Situation übersehen. Das ist ganz normal. Du hast immer irgendwelche Situationen, mit denen du nicht rechnen kannst. Mhm. In dem Fall. Hast du ja vorhin gesehen. Und ja, wenn du Low-Tier bist, hast du natürlich auch immer das Problem, dass du auf die Leistung deiner Top-Tiers angewiesen bist. Und wenn die zuerst rausgehen, dann ist es ganz schwer, das zu kompensieren, selbst wenn du ein guter Spieler wärst. Und für dich als Anfänger geht das natürlich überhaupt nicht. Das ist also... Also wir sind keine Unikum-Spieler. Nee. Naja, aber ich habe jetzt 2046 Gefechte und 48,83 Winrate. Also ich glaube, meine Winrate kriege ich ganz langsam nach oben wieder, aber ist mir auch eigentlich aktuell vollkommen egal, die Winrate. Also ich ärgere mich ein bisschen wegen den Killshots. Weil Kills bringen ja besonders viel XP. Ja. Und es waren halt leicht gepanzerte Ziele. Und ich habe halt gedacht, ich schieße mit AP auf den. Die AP ja. auf den Panzer ist echt langsam. Die fliegt bloß mit 619 Meter pro Sekunde. Während APCR immerhin auf 869 Meter pro Sekunde kommt. Also ich kann viele Leute verstehen, die diesen Panzer quasi nur mit APCR fahren. So, Leute. Wie gesagt, dann beende ich diese Folge und gehe dann mal in den Raid über. Und ihr zwei Spieler.